So, schönen guten Morgen. Ja, gestern ist so ein bisschen die Luft rausgegangen aus den Märkten. Die ganz große Euphorie wollte sich nicht mehr einstellen. Dazu kommen wir später jedenfalls zu dem, was an der Wall Street gelaufen ist. Jetzt schauen wir zunächst mal zu meiner glänzend aufgelegten Kollegin Franzi Schimke. Dir einen schönen guten Morgen. Tja, du lächelst so Glänzend charmant. aufgelegt, ist Ja, gut. du lächelst Ja. so charmant. Jetzt, dann lass mal los. Ja, dann lasse ich mal los. Also hier in Frankfurt ging es ja gestern noch mal richtig ab. Bam, könnte man meinen. Man nimmt direkt die nächsten Marken hier einfach so durchweg. 1,7% der DAX letztlich im Positiven bei 11.954 Zählern ist er aus dem Handel gegangen. Höchster Stand seit Anfang Oktober 2019. Neue Jahreshöchststände hier im Verlauf dann natürlich auch eingefahren. Und es ist die Hoffnung auf eben ein Ende des Handelskonflikts zwischen USA und China. Man führt die Gespräche und die laufen wohl richtig gut. Heute wird Donald Trump sich da auch noch mal mit zusammensetzen. Und all das ist etwas, was den Markt hier gestern mächtig angetrieben hat. Jetzt könnte man sich fragen, warum denn nicht den Dow Jones? Du hast es nämlich angesprochen. Es gab nicht ganz so gut ausgefallene Konjunkturdaten, aber die Hoffnung auf ein Ende des Handelskonflikts dürfte den Dow letztlich schon auch treiben. Der hat mehrfach die Vorzeichen gewechselt. Am Ende ist er moderat im Plus mit 0,2% gerade mal aus dem Handel gegangen. Dann hat man noch die asiatischen Märkte. Auch die sind so heute wieder so ein bisschen lustloser unterwegs. Der Nikkei hauchdünn im Plus, Hang Seng im Minus, Shanghai Composite dafür im positiven Bereich unterwegs. Und was macht der DAX daraus? Ja, die 12.000-Punkte-Marke, die ist jetzt vielleicht doch noch ein bisschen zu viel. Von daher rechnen wir damit, dass wir nahezu unverändert heute hier in den Handel starten mit einem leicht negativen Touch. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben jetzt innerhalb dieser Woche schon mächtig an Boden gut gemacht. Seit Jahresbeginn rund 13%. Und am Freitag, also morgen, steht ja dann der große US-Arbeitsmarktbericht auch auf der Agenda. Und dass man da jetzt vielleicht so ein bisschen mal abwartet und an die Seitenlinie geht, irgendwie ja fast verständlich. Tja, dann warten wir mal ab. Dir vielen Dank nach Frankfurt und wir schauen mal, wie sich das Ganze gestern rausgespielt hat. Also, Kollegin hat es gerade gesagt, am Ende moderat im Plus, die Technologiewerte etwas stärker, weil sie sich nun mal, naturgemäß etwas stärker auch bewegen. Schauen wir uns mal die ersten Charts an. Das ist allerdings, also der erste Chart, das müsste, Moment. Ja, das kann ich jetzt mal sauber überklicken. Das ist, genau, Tesla. Tesla hat gestern Abend die Verkaufszahlen und Auslieferungszahlen gemeldet. Die sind jetzt nicht so ausgefallen, wie sich das vielleicht die Bullen gewünscht hätten. Es waren insgesamt im letzten Quartal 63.000 Autos, die ausgeliefert wurden. Darunter, ich muss nachschauen, 50.900 Model 3. Das war weniger, also was das Model 3 betrifft, als die Anleger erwartet hatten, die waren oder Analysten erwartet hatten. Die gingen nämlich von knapp 52.000 Einheiten aus. Aber, das hat Tesla gesagt, es sind ausreichend Autos bereits auf dem Weg zu ihren Kunden, die sie noch nicht verbucht haben und die deshalb nicht mit drin sind. Jetzt wissen Sie natürlich, das ist kein normales Unternehmen, sondern da gibt es genau Analysten, die mögen das Unternehmen, Analysten, die mögen das Unternehmen nicht. Entsprechend ihrer Grundeinstellung werden sie also das Ganze heute auch kommentieren und ob dann noch Autos auf dem Weg dahin sind oder nicht, wird die meisten vermutlich, zumindest die Bären, und die das Ganze kritisch sehen, nicht sonderlich interessieren. Müssen wir abwarten, war in der Vergangenheit immer keine schlechte Idee, bei Tesla mal zu schauen, wie denn der Markt reagiert. Aber es könnte durchaus sein, dass der ganz große, die große Überraschung ist ausgeblieben und deshalb, dass die Aktie da unten erstmal im Bereich 290, vielleicht etwas niedriger, bleibt. GAFAM-Index haben wir mit dabei. Wissen Sie, sind die großen Top 5 Tech und da sehen Sie, wir bewegen uns da schon in Richtung Rekordniveaus, ist ganz klar. Die großen Tech-Werte gefragt in dieser Aufwärtsbewegung, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben. Die haben sie alle wieder in ihre Depots reingeräumt. Vor allen Dingen bei Amazon ging es zuletzt wirklich mal wieder richtig zur Sache. Und bei Facebook ebenfalls. Facebook haben Sie ja vielleicht mitbekommen, Instagram hat ein neues E-Commerce-Tool eingebaut. Und die Analysten kennen kein Halten, wenn es um die Bewertung dieses Instagram-Checkouts geht. Aber dazu kommen wir heute Nachmittag. Ich wollte Ihnen auf jeden Fall zeigen, schauen Sie sich den GAFAM-Index an. Ist auf dem Weg in Richtung alter Hochs. Der Want-Index, China-Aktien momentan sehr gefragt. Die Kollegin hat es ja angesprochen, es gibt Signale dafür, dass es zu einer endgültigen Einigung kommt zwischen den USA und China. Und sehen Sie da, haben wir ein bisschen hier rumgeturnt, 200-Tage-Linie. Und jetzt haben wir das Kaufsignal bekommen, vor allen Dingen, weil das W im Want-Index oder
das W und das N im Want Index, weil die ordentlich zugelegt haben. Alleine für Weibo 15% in den vergangenen 3-4 Handelssitzungen. Es gibt ja Produkte darauf, können Sie sich natürlich im Internet anschauen und dann Ihre eigenen Schlüsse ziehen. Aber technisch ist das natürlich ein ganz klares Kaufsignal, das wir hier gesehen haben. DAX warten wir jetzt ganz einfach ab. Ist ja in den vergangenen Tagen gut gelaufen. Kampf 200-Tage-Linie, überhaupt gar keine Frage. Von der technischen Seite heute vielleicht weniger Impulse, aber insgesamt sieht das gar nicht schlecht aus. Die Deutsche Bank, ja, da gibt es offensichtlich Probleme zwischen dem Tempo, mit dem die Deutsche Bank fusionieren wollte mit der Commerzbank oder zumindest mal die Gespräche vorantreiben wollte und der Commerzbank. Die Commerzbank möchte das möglichst schnell abgearbeitet haben, die Deutsche Bank will sich etwas mehr Zeit lassen. Jetzt heißt es in verschiedenen Berichten, es könnte am Wochenende zu einem Vorentscheid kommen. Man will sich da offensichtlich treffen, will das Ganze ausloten, wie es funktionieren könnte. Und dann könnten wir tatsächlich am Montag da etwas klarer sehen. Zuletzt war ja die Euphorie hinsichtlich, oder zumindest mal ja die Zuversicht hinsichtlich einer Fusion und deren Auswirkungen doch deutlich gesunken, weil man ganz einfach sieht, das sind zwei Konzerne, die Probleme haben und durch einen Zusammenschluss werden diese Probleme einfach nicht automatisch gelöst und das sieht man jetzt auch bei der Commerzbank genau das gleiche Spiel. Bei der Commerzbank übrigens könnte es noch interessant werden, weil angeblich UniCredit für den Fall, dass die Gespräche mit der Deutschen Bank scheitern werden, eine Gegenofferte vorlegen soll. So jedenfalls Medienberichte heute Morgen. Also könnte unter Umständen bei der Commerzbank spannend werden, sollte man heute im Auge behalten. DWS ebenfalls, da gibt es soll es ebenfalls einen Interessenten geben, nämlich die UBS, die das für ihr Asset Management gebrauchen könnte, dann eingliedern und dann als separates Unternehmen wieder platzieren würde. Also das ist die Idee hinter der ganzen Geschichte. DWS angeblich somit im Fokus der UBS könnte heute Morgen noch mal für einen Punch sorgen, aber Sie sehen ja die Aktie ohnehin zuletzt in der starken Aufwärtsbewegung. Bei Rocket sehen wir heute Quartalszahlen. Naja, davon muss man, Beteiligungsgesellschaft, darf man nicht so viel erwarten. 44 Millionen an Umsatz werden, glaube ich, erwartet. Der Gewinn je Aktie soll etwa 0,36, also 36 Eurocent betragen. Aber bei Rocket geht es ja darum, was hat man in der Pipeline, was kann man unter Umständen über die Börse verkaufen, weil dann klingelt die Kasse und dann klingelt die Kasse auch für die Anleger. Aber wir werden uns natürlich die Zahlen sicherlich mal anschauen und dann auf unserer Homepage auch bewerten. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wir sehen uns wieder um 14:40 Uhr mit der US-Vorbörse. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse.